Was? Protokollomiker. Mike! Die. Juliet! Lieber! Was ist jetzt los? Tut die jetzt auf so Ginyo-Force oder was? Golf! Und Hotel! Alpha ist unser Befehlshaber. Ihr dürft uns Elite-Kommandant A5 nennen. Was ist mit euch los? What the fuck? Was ist das für ein dickes Fickifan? Was habe ich gerade gesagt? Wo sind denn nur diese Lache geht ein so auf den Geist? Die geht ein auf den Geist! Schaut euch mal genau den Finger an. Die Hand. Und ihr kennt ja Traumato, oder? Ihr kennt die Einträge von Traumato und... Ja... Ich glaube, man sollte hier nichts mehr hinzuzufügen. Traumato. Traumato. Das Pedo-Pokémon. Schlaf doch ein. Yes! Yes! Woo! Oh mein Gott, was war das jetzt? Das war so ein richtiger Energieschub. So, jetzt mit Sicherheit kriegst du die TM. Was war denn das für ein Energieschub von mir? Mega Level digitieren. Ja, ja, ja. So Giftstachel braucht keiner. Give me please. In Pokémon Blau, in meinem allerersten Let's Play, hatte ich ja auch ein Nidorino und das habe ich genau in der MSN entwickeln lassen. Das ist ja Wahnsinn. So. Entspannende Musik passt überhaupt nicht, aber egal. So, unnütz, 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 let's spiel! Lass mich doch in Ruhe, ey! Muss mich das denn nicht dauernd beschimpfen, ey! Unnütz, unnütz, unnütz! Bist selber unnütz! Neuer Stempel. Was war da nochmal? Stempel, so kleine Bildchen, jawohl. Mein Wissen! Ich will haben. Dann werde ich irgendwas machen. Schaut euch an, wie so ist! Ah, hier kommt auch schon der erste. Danke, Rosi! Danke für diesen niedlichen Samen! So niedlich! Schaut euch den an, so niedlich! Oh, Mann, so niedlich! Schaut euch ihn an! So niedlich! Mann. Das ist natürlich nicht gut. Ne, Hilfe, ich will da nicht draufsteigen. Du Armer. Du Armer, so Höhenangst. Ich hab nur... Ja, Höhenangst habe ich nicht. Nur mal, wenn ich ganz hoch oben bin irgendwo und in die Luft schaue, dann kann es mir ein bisschen schwindelig werden. Runterschauen ist kein Problem, aber wenn ich aus einer Höhe ganz nach oben schaue... Oh! Ah, das ist... Wir können raussteigen. Das sah so niedlich aus. Ach, hallo. Und schaut euch die Aussicht an. Wir können nicht hin und her schieben. Aber ich muss jetzt noch einmal zu diesem Sticker hin. Nachdem ich Airwear wieder da so niedlich gesehen habe. Neue Stempel, noch einmal. Los, schaut euch das an. So niedlich. Ja, ja, ja. Muss mal kurz weg und wie ihr redet, während ich weg bin über mich. Gut. Bin ich mal so ein Schlawiner und rede nicht über Shenny,
so lange, bis sie weg ist und dann rede ich über sie. Ja, weil jetzt sagt sie das wahrscheinlich nur so, ne? Und jetzt bleibt sie noch länger etwas hier und erwartet gespannt auf das, was ich jetzt anreden möchte. Aber wenn ich jetzt einfach so über was anderes rede, was ich ja gerade nicht mache, also ergibt das alles keinen Sinn. Naja, aber wenn ich jetzt über anderes Zeugs rede, dann denkt sie sich, okay, die reden jetzt eh nicht über mich. Ich bin in Sicherheit. Puh. Genau, Puh würde sie dann auch sagen. Und dann nimmt sie ihr Winnie-Puh, Plüschtier und sagt, Winnie-Puh, ich möchte jetzt Honig. Und dann sagt Winnie-Puh, Plüschtier, ja, der Sebi, der hat heute, wusstest du das, so ein Räucherlachs gegessen. Und da gab es irgendwie so ein Senf, so ein Honigsenf mit dazu. Aber das hat er nicht genommen, weil er diesen Räucherlachs gekocht hat. Für eine Soße, für eine Nudelsoße. Und deswegen hat er diesen Honigsenf nicht verwendet. Und dann sagt Jenny, aha, sehr interessant. Und dann fragt sich Jenny, wie schmeckt denn so Räucherlachs gekocht? Weil Ayate, hilf mir, hat Jenny schon jemals Räucherlachs gegessen? Boah, Sebi. Das Einzige, was ich gerade mache, ist lachen. Ja, so schaut's aus. Gut. Hör auf, über Essen zu reden. Aber das war lecker mit dem Räucherlachs. Das war so ein Basilikum-Räucherlachs. Und den habe ich da gebraten und zu einer Soße gemacht und dann mit Nudeln gegessen. Naja, macht's gut, Leute. Tschüssi. Ja, du wirst müde, Mario. Müde. Bye-bye.